Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Zu einer weiteren Folge, Nein, ich bin raus! Das war mal echt ziemlich mies. Okay, das ist leicht komisch. Schrankpakete. Duschers Posteingang. Mein Freund hat mir erzählt, dass du ein Model S kaufen willst und das. Das war ganz gut, was an Geld. Megatornrucksack brauche ich nicht. Ich frage mich gerade, was ist dieses dunkle Lager? Ah, okay. Bier. Glücksstiefel. Wie? 66.700 irgendwas bin ich gerade an. Cash. Da war nichts mehr weiteres hier. Ist auch jetzt alles dementsprechend geräumt. Ofenhandschuhe finde ich lustig. Aber hier geht es wohl dann nicht mehr weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass das Ding irgendwie außer Kontrolle geraten ist und den gekillt hat. Hab ich dich erschreckt? Hi, Luda. Jetzt sollte ich einmal nochmal speichern, sicherheitshalber. Du müsstest gleich beim nächsten Verteilerkasten sein. Und wenn die Obdachlosen noch nicht verschwunden sind, einfach Augenkontakt vermeiden, okay? Wieder ein Schalter umgelegt, wieder ein Hinweis. Und hier hat das Licht auch geflackert. Die Verkabelung ist schlimmer als gedacht. Ich behebe das kleine Problem mal kurz, während du den nächsten Verteilerkasten suchst. Der müsste in der Nähe von, der Handelsaufsicht sein. Okay. Find ihn einfach und, erzähl vielleicht noch niemandem was davon. Noch niemandem was davon erzählen, finde ich auch gut. Okay,
Der letzte Kasten müsste jetzt ganz bei dir in der Nähe sein. Ich merke leider, dass das ein absolutes Wirrwarr ist. Ungefähr 200 Jahre vergebliche Versuche, alles neu zu verkabeln. Ich wollte das vor 3 Jahren mal reparieren. Nach 2 Tagen habe ich geweint. Nach 3 aufgegeben. Jedenfalls musst du dich da um eine Reihe von Schutzschaltern kümmern, bevor du zum Verteilerkasten kannst. Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Leg einfach Hebel um, bis alle Schaltkreise stromlos sind. Okay. Scheint geklappt zu haben. Wow, geschafft. Echt klasse. Du hast mir eine ganze Woche Arbeit erspart. Komm zur Kontrollstation, wo wir uns getroffen haben. Mhm. Okay, dann nicht. Alter. Die Orientierung in den Dingen ist ja auch mal... Schlimm ist noch harmlos formuliert. Ja, da muss ich dann hier hoch wahrscheinlich, oder? Nee. Hier komme ich nicht längs. So. Hi. Habe ich mich schon bedankt? Weil, danke. Alleine hätte ich dafür viel zu lange gebraucht. Das wäre völliger Wahnsinn gewesen. Kurzfristig vielleicht, aber es hat sich gelohnt. Dank deiner Hilfe konnte ich den Spannungsabfall lokalisieren. Ich weiß, woher er kommt. Und leider ist die Quelle genau das, was ich befürchtet habe. Die Handelsaufsicht. Hey. Tja, darum muss ich mich jetzt wohl kümmern. Das wird ein Spaß. Wenn du mitkommen willst, beschwere ich mich nicht. Wenn nicht, dann trennen sich unsere Wege jetzt. Ich komme mit. Tja, dank dir haben wir jetzt... Hattest du schon mal mit der Handel... Ich muss da rein, obwohl ich... Danke. Ich kann reden. So, gut, ich komme mit. Wie viel bin ich... Ah. Mhm, 8. So viel bin ich dann nicht mehr weit weg von. Ewigkeiten dauern, bis sie da ist. Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Du bist hier jederzeit willkommen. Mhm. Ah, Tread Authority. Da ist doch der Spaß. Hui. Das kann jetzt was werden. Die Leute lästern gern über die Warum-Fanatiker, weil sie eine Schlange anbieten. Das mag ja stimmen. Ein Besuch von Vans? Freilich. Wie heißt du doch gleich, Liebes? Bei so vielen fleißigen Arbeiterbienchen verliere ich leicht den Überblick.
Ich bin Luisa Reyes. Was du auch weißt, ich war nämlich schon dreimal hier. Ja, ja, stimmt, natürlich. Und was genau wirfst du mir doch gleich ohne den kleinsten Beweis vor? Der Spannungsabfall kommt aus deinem Gebäude, Zoe. Das wissen wir beide. Und ich kann es jetzt beweisen. Entschuldige, wie war das? Wir haben den Spannungsabfall durch das Netz verfolgt. Hierher. Du kannst dich da nicht rausreden. Ich würde dich bitten, kurz hier zu warten. Ich bin gleich zurück. Okay. Muss das Mast jetzt schon outsourcen? Oh Mann, das hat mir heute wirklich gerade noch gefehlt. Okay, aber sei auf alles gefasst. Ich weiß nicht, ob sie mit einer Waffe rauskommt oder Söldner ruft oder sonst etwas. Ich würde Gewalt gerne vermeiden, wenn es... Okay, vermutlich hast du... Ich mach mal lieber den nächsten Medipack nochmal. Nun, ich entschuldige mich, dass ich die Angelegenheit nicht ernster genommen habe. Ich versichere dir, ich werde alles tun, um ihr auf den Grund zu gehen. Du windest dich da nicht raus. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Du bist der Grund. Dein Eifer in Ehren. Aber du solltest etwas mehr recherchieren, bevor du jemanden beschuldigst. Es hat tatsächlich jemand dieses Gebäude genutzt, um Strom umzuleiten. Aber es ist nicht die Handelsaufsicht. Ich habe schon eine Weile meine Verdächtigung. Ich teile meine Notizen gerne mit dir. Jetzt aber sollten wir erstmal unseren nächsten Schritt planen. Ich? Moment. Was? Meine Güte, noch eins. Du hast Miss Reyes vermutlich geholfen, diesem kleinen Problem nachzugehen. Tja, es gibt offensichtlich noch mehr zu tun. Warum setzt du deine Arbeit nicht fort? Mit einer Zusicherung, dass die Handelsaufsicht dich für deine Zeit entschädigt. Ich koordiniere alles gemeinsam mit Miss Reyes. Wenn das Mast Zugriff auf das Netz hat, wissen wir bald, wer das getan hat. Und warum. Ich gehe mal davon aus, dass du den Einsatz übernimmst, also... Soweit ich weiß, gibt es auf dem Unterdeck noch einen Verteilerkasten, den du dir ansehen solltest. Okay. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Gehen wir erstmal davon aus, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Guck du dir den nächsten Verteilerkasten an. Ich erledige mit Zoe den Rest. Vorsicht, wenn du auf diese Ekliptik-Pisser triffst. Wie kommen wir hier hoch? Zu dem Verteilerkasten dorthin. Kays Essen ist quasi wie zu Hause bei Mama. Richtig gut, ehrlich. Hier fehlt mir irgendwie so eine Art Map dafür, damit ich sehen kann, wo ich jetzt genau hin muss. Okay, genau dort über mir.
ich zu den Freestar Rangern. Okay. Hab ne Idee. Ah, fuck it. Wieso muss ich jetzt Jump'n'Runs machen? Also zumindest habe ich den Eindruck, dass... Ich glaube zumindest, dass das... Scheiß Gefühl bei der Sache. Das war's, danke. Dann wollen wir mal sehen. Okay, jetzt musst du zu Kasten 45A. Der sollte bei Apex Electronics sein. Das soll jetzt aber ein Witz sein, oder? Hast du dasselbe Diagramm wie ich? Es ist doch eindeutig 47B, auf der gleichen Ebene. Danke, dass du auf die Stimme der Vernunft hörst. Der Verteilerkasten ist ganz nah. Wir haben das gleich erledigt. Zoe, ich weiß, wie man... Ignorier sie und geh zu Kasten 45A, okay? Okay. Welchen von denen soll ich jetzt machen? Arbeit. Miss Reyes und mir ist aufgefallen, dass der nächste Knotenpunkt auf diesem Diagramm nicht eingezeichnet ist. Sie meint, dass er nicht auf dem Unterdeck ist. Er ist irgendwo oben. Also eigentlich außerhalb meiner Zuständigkeit. Aber wir sind uns einig, dass wir das zu Ende bringen müssen. Wenn du nach oben gehst, rufe ich die richtigen Diagramme auf. Wohin führt mich dieser Spaß? Miss Reyes sucht noch die nötigen Diagramme und Pläne heraus, um die Lage korrekt einzuschätzen. Zurück ist, mache ich dir ein Angebot. Was auch immer du am Ende dieses Wegs findest, bringst du zuerst mir. Das Mast bekommt von mir, was es braucht. Aber ich handle mit wertvollen Informationen und die wirst du wohl finden. Die Handelsaufsicht bezahlt dich gut, versprochen. Denk daran, während du zum Wohndistrikt gehst. Ich kann die Quelle noch nicht genau lokalisieren, aber irgendwo dort ist sie. Okay. Das Ganze wird immer suspekter und skurriler. Und am Ende stellt sich heraus, das sind meine Eltern. Schöner Tag für dich. Warte mal, was ist denn das hier? Definitiv besser als der letzte Interceptor. Information nützlich ist. Okay, das ist unerwartet. Es
Es ist nichts weiter aufgetaucht, nachdem der Kasten offline war. Die Quelle muss sich irgendwo in diesem Wohnturm befinden. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt fällt mir wieder ein, dass es eine Meldung über Stromausfälle in den oberen Etagen gab. Bestimmt hat das damit zu tun. Das solltest du dir mal ansehen. Nein, wir werden ihn umhauen. Der Typ könnte der Richtige sein. Auf Paradiso ist die Wohnungssuche sicherlich einfacher. Ich habe echt nicht mehr viele Digi-Dietriche. Ich speichere mal lieber. Setze ich mich noch nicht dran. Erstmal schaue ich hier noch weiter, bevor ich mich daran mache. Die Waschmaschine. So. Unautorisierter Computer. Slicing the Art, Transfergebühr, New Atlantis, Slicing Wert, aha. Doktron, meine Leute haben sich bei der Neuverkabelung was einfallen lassen. Jetzt solltet ihr genug Saft haben, um das Programm unterbrochen laufen zu lassen. Also nervt mich, Und schließt die verdammte Tür ab. Hier soll niemand herumschnupfen. Egal, wenn den vielen Credits bemerken, haben sie keine Spur. So werden. Okay, interessant. Die Liebe lebt, auch wenn sie in den letzten Ich finde auch keinen Open 49 Hours. Na, guter Tag heute? Wie sieht es eigentlich gerade aus mit den Erfahrungspunkten? Okay. Ich würde mich nämlich langsam mal über ein... Ich erinnere mich also über das letzte Spacer-Schiff. Merke aber, dass mein Tank ein Lecker. Ich sitze fest. Komm, runter da. Frachtaufzug.
Ich speichere mal jetzt vorher. In deiner Akte sind mehrere diplomatische Missionen vermerkt. Du sorgst in den besiegelten Systemen also für Frieden, ja? Du hast es also gefunden. Klasse. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass Zoe dir ein Angebot gemacht hat. Danke, dass du es abgelehnt hast. Hey, sehr schön. Scheint so, als hätte jemand versucht, die Gelbank zu hacken. Und zwar mit Erfolg. Sagst du immer noch, du hattest nichts damit zu tun, Zoe? Warum in aller Welt sollte ich das Gesetz brechen? Und dann auch noch die Gelbank, mit der ich selbst Geschäfte mache. Also gut, wir werden das überprüfen. Vielleicht meldet sich jemand. Das wage ich zu bezweifeln. Wir sehen uns. Wenn du was brauchst, egal was, habe ich es entweder oder ich kann es beschaffen. Mhm. Ist zwar ein Klischee, aber es ist wahr. Alles hat seinen Preis. Das sagt ob Massen. Wir waren schon in. Es gibt jede Menge. Das hat den. Natürlich. Ne? Okay, was kann sie. Hüllenlos, Schrüsseln, Munition finde ich schon mal ganz gut. Aha. Coachman möchte ich nicht haben. Die Gebietriche definitiv. Equinox brauche ich nicht. Viereckige Pizza. Ist auch lustig. Seltster. Sieht auch nach einer sehr interessanten Waffe aus, finde ich. Schrotflinten, Patronen, hüllenlos. Aha. Welche hat. Ne, ist da um 6,5er. Kann bei denen geklaute Sachen verkaufen. Noch hier irgendwas Interessantes? Ich glaube gerade nicht. Verdammt, ich wollte eine noch bessere Auswahl. Ich wollte Maelstrom war 6,5er. Viel, aber ich brauche halt die Munition dafür. Wenn du noch etwas brauchst, du weißt, wo wir sind. Mhm. Das weißt du nicht von mir, aber die Ekliptik-Söldner arbeiten manchmal für die Fraktion. Priester, Lective und UC. Deswegen macht auch jeder einen großen Bogen um sie. Diese mordlustigen Arschlöcher sollte man zu Sternenstaub verarbeiten. So. Die
Stiefel. Aha. Damit habe ich das jetzt abgeschlossen. Lieferung für Salinas. Ich denke tatsächlich, dass ich jetzt mal die alte Heimat mache. Ne, um sich beim Morgengrauen möchte ich gerade nicht machen. Ich denke wirklich, ich sollte die alte Heimat jetzt machen. So. Ich werde mal ein richtiger Starpilot. Mit eigenem Schiff, eigener Crew, eigenem Sponsor und allem. Oh, hi. Lunge hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige habe. Ach ja? Mhm. So. Ach ja? Ja, dann bin ich wohl nicht der Richtige. Ja. Die Dietrich hat definitiv. Mhm. Solar Frontiers. Mhm. Nö, ganz. Aber ich mache mir. Mach's gut. Okay. Das bring mir das Paket. Dann machen wir Geschäfte. Mhm. Oh, warte mal. Kann ich hier. Ich habe nur begrenzt. Wir geben hier unser Bestes. Mehr kann man schließlich. Wir sind nicht Reliant Medical. Medipacks. Das hat halt auch viel gekostet. Hab kaum eine. Wir halten uns schon. Lustige Geschichte. Mit der Zeit, wo die Wände und die Decke. Okay. Du musst behandelt werden, klar. Also gut. Das war's. Okay. So. Mhm. Damit habe ich wenigstens auch noch mal ein paar weitere Medipacks mir geholt. Ich brauche halt echt mehr Geld eigentlich. Ja, stimmt, ich muss das so selber. Kann auch einfach so machen, habe ich ganz vergessen. So. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir die Story ein klein wenig vorantreiben. Ein wenig in der Hoffnung, dass ich dadurch mein nächstes Level abbekomme. Hi. Ich möchte mit dir reden. Bist du bereit? Wir müssen zum Mast. Und eins noch. Jedes Constellation-Mitglied ist... Mhm. Ich meine, manche Mitglieder der Constellation standen nicht immer auf der richtigen. Wir gehen Risiken ein. Wenn du dich uns anschließt, verschreibst du dich der Mission. Im Gegenteil.
Gut, dann. Okay. Keine Ahnung, ob es aber gerade dabei ist, egal. Sarah, freut mich. Wer ist das denn? Hoffentlich. Haha, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich. Okay, okay. Ist ein Spiel von uns. Er fragt, ich sage nein. Okay, passt auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Okay. Was? Das heißt, es passiert auf jeden Fall was. Ihr zwei kriegt im Soul-System. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Ja, nimm einmal. Musst du ihn fragen, aber Vanguard würde mich nicht wundern, wenn er es ein... Hat schon was, einfach. Mein Angebot war... von Tia muss ich jetzt... Okay, was ist das da jetzt, was? Okay. Okay, frage in Zedonia nach Moara. Das heißt, ich muss jetzt auch nach Zedonia. Halt, wenn du startbereit bist. Da muss ich nichts machen. Ich muss jetzt auf nach Sol. Aber ich denke, dass ich, bevor ich zum Mars gehe, werde ich einmal auf der Erde landen. Landefreigabe erteilt.
Station Mars Mechfabrik. Bei Mars Mechfabrik muss ich halt direkt an Warhammer 40k denken. Weil da ist der Mars auch sozusagen der Fertigungsplanet. Mars Launchpad, okay. Europa? Jupiter kann ich nicht, aber. Callisto. Nur die, ich denke gerade, Sternenstation. Oh. Ich möchte, glaube ich, erstmal, bevor ich irgendwo anders hingehe, einmal zur Erde. Sehr interessant aus. Das sieht sehr danach aus, so wie ich es mir auch vorstellen würde, was wir aus der Erde machen, traurigerweise. Fauna gibt es keine mehr. Das haben wir gut hinbekommen. Dann landen wir doch mal auf der Erde. Interesse, wie viel? Okay, ich hab genug. Okay. Hier ist etwas. Und zwar für die Quest. Hier ist auch noch eine. Da ist einmal was. Aber ich möchte jetzt erstmal in die andere Richtung gehen. Dahin zu dem Ort.
Also, wir haben unseren Planeten ja gut zugrunde gerichtet hier. Würde ich mal so sagen. Jetzt gehe ich auf physikalisches Merkmal. Besteht aus Eisen, Nickel. Dieser Eisenspalt wurde von einem fernen Planetisma abgestoßen. Okay, interessant. Okay. Gedacht, ich wäre Dieb. Ich wär Sarah. Das hatte mich etwas irritiert gehabt. Okay. Hey, ich kann aber den Eisen looten. Sehr schön. Stoffe in diesem Gebiet sind für Menschen tödlich. Ja, ich. Aber damit haben wir das dort. Das da hinten ist. Sturmkrater besteht aus primären Eisen-Nickel-Legierungen. Yay! Sehr cool. Damit habe ich ein Level up hier und noch ein 500. Credits bekommen. Quälts sind zwar mehr so ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber hey. Quälts, aber das quält mich nicht. Einmal zur Frontier zurück teleportieren, wo ich den Weg nicht mehr zurück verlassen. Ein Merkmal habe ich. Ich habe Ressourcen, habe ich 2 von 5.
sehe ich ja auch noch irgendwas. Da möchte ich auch ganz gerne noch hin. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Okay, H2O fehlt mir noch und... ein anderes Ding. Prognose verbessert. Mhm. Quecksilber und Wasser fehlen mir, glaube ich, noch. Okay, ja, das Ding habe ich schon gefunden. Das ist nicht das Problem. Okay, das ist ja mal auch ein... ...100 Erfahrungspunkte, die alte Heimat. Mhm. Erfolgspunkte sind schon mal sehr, sehr gut. Ich habe irgendwie so den Eindruck, dass ich da nicht hineinkomme, leider. Das finde ich irgendwie schade. Oder vielleicht komme ich da einfach noch nicht hinein. Also jetzt auf jeden Fall erstmal weiter noch in die Richtung. Okay, Schattgas. Da ist Wasser. Irgendwas auf dem Scanner? Dann fehlt mir nur noch eine Sache, dann habe ich hier... Okay, da kann ich nicht abbauen. Das vielleicht, das ist mir noch... Ah ne, das ist Chlor. Chlor habe ich schon. Ja, Chlor habe ich schon. Ich brauche einen anderen Rohstoff. Wo ist diese letzte Ressource, die mir noch fehlt? Weil ich habe da schon den Ehrgeiz, das Ding jetzt eigentlich möglichst abzuschließen. Nein.
da ist. Oh, das ist auch wieder Blei, verdammt. Och, Menno. Sehr gut vorstellen, dass sie hier auch noch, sagen wir mal, Ideen haben, wie die Erde so geworden ist, dass das nochmal entdeckter Krater, okay. Du noch? Oh, ich Idiot. Ich wollte. Da geht's noch nicht weiter. Membran. Aber mir fehlt dann halt noch die letzte Ressource. Zurück muss. Ich könnte es mir glatt vorstellen. Aber wo zum... Chlorisaline. Ist auch nicht das, wo ich gerade... HG ist. Mist. Ich sehe hier auch nichts wirklich weiteres. Ich gehe hier immer noch mal diesen Hügel hinauf und dann werde ich aber, denke ich, auch die Folge beenden. Nee, gerade sehe ich hier nichts weiteres. Schade. So, wir sind jetzt Level 9. Das ist insofern gut, dass ich theoretisch hier Sicherheit hoch machen kann. Was ich wahrscheinlich auch so machen sollte. Ich habe halt echt keine Ahnung, wie ich die Schleichangriffe mache. Physischer Schaden wird um... Das ist eigentlich sehr gut. Effektivität von Getränken wird erhöht. Körpertraining, du kannst den Kampf rutschen. Okay.
und schießen in der Schwerelosigkeit. Mhm. Jetzt gehen luftbasierende. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich gut. Energieschaden wird reduziert, thanks to Energieschaden zurück auf den Angriff zu reflektieren. Okay, interessant. Mhm, die Sachen gehen logischerweise noch nicht. Aber ich würde dann, wie gesagt, sagen, dass ich hier an dem Punkt die Folge beende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.